Hallo, da bin ich nochmal. Also ich bedanke mich erstmal bei Kalle Schwarz für den Link zu Maria Trebens Vortrag. Es sind mehrere Teile, müsstet ihr in den Kommentaren finden. Und sehr gut, sehr gut. Ja, wirklich erstaunlich. Ich bin im Moment auch dabei, Brennnesseltee zu trinken. Und ja, witzigerweise wächst immer das Kraut direkt vor deiner Tür, was du in dem Jahr auch brauchst. Also ich kann mich erinnern, Thymian habe ich mal geerntet und dann Tee gemacht und so weiter und war genau das richtige Kraut und der wuchs direkt vielleicht 10 Meter vom Hauseingang entfernt. Ich habe bei uns im Garten immer darauf geachtet, dass der Thomas kein Gift spritzt und dass wir lieber zuppeln da, wo es wirklich Meter hoch steht. Und dann hast du auch gleich die Wurzel, dann hast du die Blätter und dann kannst du es rausnehmen. Und das nichts mit Gift im Garten. Also die letzten 5 Jahre, wo ich hier geschaltet und gewaltet habe, war nichts mit Gift im Garten. Nicht mal auf der Terrasse zwischen den Fliesen. Also da habe ich lieber mit einem alten Messer rumgezuppelt, dass das Gras rauskommt und nicht die Fliesen rausdrückt, als dass ich Gift spritze. Also was bei uns im Garten ist, ist alles bio und alles naturbelassen. Und da ist nichts mit Gift und Unkrautvernichtung und so weiter. Und das finde ich toll. Ja, leider wächst die Brennnessel hier nicht so. Ich habe hier in Spanien noch keine gesehen. Vielleicht ist es zu heiß. Okay, also meine ganzen Pastellbilder, das sind einfach zu viele. Die kann ich euch nicht zeigen. Ich habe zwar irgendwo Fotos auf dem Rechner davon. Ja, dann kommen wir wieder auf das leidige Thema Website. Aber ich zeige euch mal eins meiner Lieblingsbilder. Und das heißt After the Rain, also nach dem Regen. Und ihr seht hier unten die Pfützen und diese Spiegelungen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Also das ist ja schon mein absolutes Lieblingsbild. Ja, das hängt hier in meinem Zimmer. Und muss ich mal gucken. Das da oben mag ich jetzt nicht runternehmen. Ich bin dabei, jetzt ein Pastellbild zu malen mit einer Winterlandschaft. So was Ähnliches habe ich schon mal gemalt. Also manchmal überlege ich mir, was ich schon alles gemalt habe. Und das kommt mir so unendlich lang her vor. Also kann mich da kaum dran erinnern. Diese Krankheit hat wirklich alles irgendwo umgedreht. Stehst heute vor einem Bild und sagst, hab ich das gemalt? Und fängst an, wieder alles Mögliche neu zu lernen, was du schon mal konntest und was eigentlich zack, zack, war's fertig und heute tust du dich schwer. Aber es kommt wieder und ich lerne noch dazu. Und ja, vielleicht kann ich ja irgendwann mal ein Bild verkaufen und nicht nur verschenken. Ich habe immer gesagt, wenn ich so verschenke, kann sich derjenige nicht wehren. Aber naja, man hofft ja immer, dass man besser wird und das dann mal irgendwie. Wobei ich hatte schon mal eine Einladung zu einer Ausstellung und ich, dumme Nuss, habe es nicht genutzt und hatte eigentlich Schiss und ja, ich dachte immer, ich bin nicht gut genug und so und habe nicht teilgenommen. Heute bereue ich das, aber ist egal. Das war eben damals so. Und ja, das nächste Mal werde ich zusagen und werde mitmachen. Was soll's? Verlieren kann man nicht. Ja. Also, ich male jetzt meine Winterlandschaft. Und den Gandalf habe ich insofern aufgegeben. Aus dem großen Blatt habe ich zwei kleine gemacht. Schnippel, 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 schnapp. Und habe jetzt zwei halb so große Papierblätter und male den dann halt kleiner nochmal.
dieses Gesicht habe ich weggetan. War irgendwie doch nicht so. Ist nicht so geworden, wie ich wollte, also weg damit. Wozu belasten? So. Ja, der Klaus, der ist auf einer Veranstaltung. Und ich mal meine Winterlandschaft. Ich habe die jetzt hier auf einer alten Leinwand. Gucken. Festgepappt. Und ja, man sieht noch nichts. Kommt noch, kommt noch. Nicht so ungeduldig. Und ja, bin dann die nächsten 2-3 Stunden beschäftigt. Und dann wird der Klaus wieder da sein, denke ich mal. Also, alles kein Problem. Ja, den Vortrag von Maria Treben, den zweiten Teil, werde ich mir gleich noch nebenbei mit anhören. Sehr, sehr gut, weil aktueller und es hört sich so an, als ob sie ein neues Buch rausgebracht hat, speziell zu den Krankheiten mit Krebs. Und letztendlich ist das, was sie macht mit ihren Kräutern, nichts anderes als Homöopathie. Und Homöopathie ist ja, dass die halt die Essenz der Pflanzen nutzen, der Heilkräuter, und mit bestimmten Konzentrationen arbeiten. Also entweder verdünnen oder potenzieren oder so. Und die Banerjee-Protokolle, die sind ja nur noch nochmal eine besondere Art. Also das ist schon der Wahnsinn. Und was ich so furchtbar finde, dass die Menschen nicht informiert werden, dass es das gibt. Ich habe mich heute sehr lange mit Ralf unterhalten aus Köln, der wieder vollständig geheilt ist von seinem Gliom und arbeiten geht. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über Symptome, wie die Krankheit abgelaufen ist und so weiter. Und da gibt es sehr viele Parallelen, aber auch in unserer Einstellung. Also dieser Glaube an Gott, dieses Gottvertrauen und dieses anderen Menschen helfen. Und also es gibt unheimlich viele Parallelen in unserem Leben und in unserer Einstellung und in unserer Denkweise. Das ist erstaunlich. Und auch bei ihm war der Punkt, wo ihm das Leben keine Freude mehr gemacht hat, wo er nur noch Arbeit gesehen hat und dass das alles sinnlos ist. Und dann kam der Tumor bei ihm und der gleiche Tumor wie bei mir. Und dieses innere Vertrauen auf die Hilfe von Gott und auf ich lege mein Leben in deine Hände und diese Dankbarkeit für alles, was ist und diese göttliche Führung. Und das ist, er hat die gleiche Einstellung. Und er lebt jetzt seit 20 Monaten mit diesem Tumor. Und er hatte keine OP. Ja, und er geht wieder arbeiten. Also, zeigt mir einen Schulmediziner, der so einen Patienten hat oder vorweisen kann. Also ich vertraue da voll auf die Banerjee-Protokolle und auf den Ralf und auf meinen Dr. Friedrich, Corti Friedrich in Alicante und auf die göttliche Führung und auf die Impulse, die kommen. Weil das sind keine Zufälle, es gibt keine Zufälle. Ne? Geil, 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 ja. So, jetzt mal nicht weiter. Jetzt werde ich heute nicht mehr fertig. Ja. Ach, das Leben ist so schön. Ich freue mich so auf den Sommer. Und auf den Garten. Wird doch kein Unkraut mehr gezuppelt. Wird alles fein sortiert. Also ich habe Gläser mit getrockneter Schafgarbe, ich habe Gläser mit Thymian, ich habe Gläser mit Brennnessel. Aber da ist das Brennnesselkraut praktisch gekauft in der Apotheke. Also mehr oder weniger Brennnesseltee schon fertig. Aber halt getrocknete Brennnessel. Also das sind richtige Tüten. Und was habe ich noch?
Zinnkraut müsste ich eigentlich auch haben. Ich lasse mir sowas immer gerne mitbringen, wenn Besucher aus Deutschland kommen. Weil dann reicht das erstmal wieder eine Weile, was man so hat. Oder Mehnig und so bestimmte Sachen, die man einfach da haben muss, finde ich jedenfalls. Und natürlich Schwebenkräuter, aber die Originalmischung und am besten die kleine Mischung nach Originalrezept, nach Maria Treben. Die kleine Mischung kann man nämlich auch äußerlich anwenden und nicht nur mit Schnaps zum Trinken, also mit Obstler. Und das wird so angesetzt, dass du 40%igen nimmst, einen Obstler oder einen Korn, einen klaren. Und nach den Mischungsverhältnissen, die auf der Packung stehen, erstmal ansetzen, in die Sonne stellen, etliche Wochen, 2 Wochen wenigstens. Und jeden Tag ein bisschen schütteln. Und dann nach 2 Wochen, 4 Wochen absieben, in eine Schnapsflasche rein und damit in den Kühlschrank. Und jeden Tag ein kleines Gläschen Schnaps davon und du fühlst dich wohl. Oder ein Esslöffel, reicht schon. Und wie gesagt, die große Mischung, die ist mehr für die innere Anwendung. Und die kleine Mischung, die kann man auch jetzt praktisch auf Zellstoff oder auf ein Pad oder so und dann äußerlich anwenden, wenn irgendwas ist mit der Haut oder Verbrennung oder egal was. Also das wirkt. Das ist so der Hammer, das Zeug. Ja, wenn ich damals mutiger gewesen wäre, hätte ich vielleicht den Tumor gar nicht bekommen, weil ich als ich die ersten Symptome hatte für die Gehirnhautentzündung, dachte ich ja noch, es wäre eine Erkältung und es wäre hätte mit den mit den Nebenhöhlen zu tun und habe auf der linken Seite einen Umschlag gemacht mit Schwedenkräutern. Und da waren die Schwedenkräuter direkt an der Kopfhaut und waren also richtig, und ich habe gespürt, wie die wirken. Also es wurde richtig heiß und die wirkten. Und ich, dumme Nuss, habe es aber nicht rechts gemacht. Ich habe es nur links gemacht. So, wo kam der Tumor? Rechts. Links nichts. Ja, aber da war ich wohl nicht mutig genug und es waren ja höllische Schmerzen dieser Raumforderung von dem Tumor. Und nun ja, es sollte halt so sein. Und diese Herausforderung musste ich annehmen, weil sich auch mein ganzes Leben dadurch geändert hat. Alles. Und mein Denken, meine Ausrichtung, alles. Und ich glaube, das sollte so sein. Und damit ich dran wachse, damit ich mich neu ausrichte und wieder dem Leben zuwende. Wenn das damals nicht gekommen wäre, glaube ich, ich hätte weiterhin keine Freude am Leben gehabt und es wäre irgendwas anderes Schlimmes passiert und dann wäre ich vielleicht aus dem Leben gegangen. Ich bin der Meinung, das musste so sein, um sich neu zu orientieren und wieder Freude am Leben zu haben und wieder Glück und Freude zu suchen und zu finden. Das ist wirklich meine Überzeugung. Und die habe ich. Und wenn das alles so klappt, ja, dann besteht die nächste Aufgabe darin, auch anderen Leuten, anderen Menschen Mut zu machen und Hoffnung zu geben und so weiter. Da bemühe ich mich ja, aber ich kann es halt noch nicht beweisen, was wirklich wirkt. Das kann ich nur beweisen, indem ich es selbst überlebe und euch zeige, es geht mir immer besser. Und ganz wichtig ist dabei die seelische Ausrichtung. Das drinnen. Ne? Ja, und darum, für das drinnen, male ich jetzt weiter. Weil ich will das alles wieder können, was ich schon mal konnte. Auch wenn da steht Geduld, Geduld. Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, es ist verblüffend, wenn du in der Naja stehst, guckst dir deine Bilder an, die du gemalt hast und denkst, oh Gott, würde ich das heute noch zustande bringen?
Ach ja, das kommt ja alles wieder. Also das muss ich hier oben noch alles wieder herrichten. Der Dr. Friedrich hat gesagt, in 3 bis 6 Monaten ist der ganze Spuk vorbei. Und der Dr. Karin, der mich bei der OP betreut hat und so weiter, der sagte, das kann bis zu einem Jahr dauern, dass die Sehkraft, dass alles wieder hergestellt ist. Aber es kommt wieder. Also, was soll's, ne? Es ist Samstagabend. Samstagabend. Na, Lucy, dich meine ich auch noch. Ja, da musst du aber ganz stillhalten. Ja, du kleine Maus. Da musst du ganz stillhalten. Der Klaus ist nicht da. Hm? Der Klaus ist nicht da. Nein. Hm? Dann male ich ein schönes Bild von dir. Ein großes, wo die Lucy drauf ist. Jo, Schatzi. Jo. Hm? Jo, du bist ja die Beste. Jo. Jo, mein Schatzi. So. Na gut, dann sage ich euch erstmal Tschüss und winke, winke. Wünsche euch einen schönen, angenehmen Samstagabend und einen erholsamen, relaxten, faulen Sonntag. Tschüss und winke, winke und verpasst den Vortrag nicht von der Maria Treben. Wirklich interessant. Am besten nebenbei Notizen machen, ja, welche Kräuter wogegen und dann im Garten und vor der Tür mal gucken. Also in ihrem Buch sind die Kräuter auch abgebildet, sodass man sie identifizieren kann. Es gibt auch gute YouTube-Videos, wo man Heilkräuter, Wildkräuter und so weiter im Wald und am Feld und auf dem Weg und so weiter zeigt und identifiziert und sagt, worauf man achten muss, damit man sie wiedererkennt. Weil ich weiß nicht, wer das noch im Bio-Unterricht hatte. Wir sind damals noch mit der Schulklasse losgezogen und haben draußen Pflanzen angeguckt. Aber ich kann euch heute auch vielleicht eine Handvoll noch nennen, die ich erkenne. Aber viele, viele, viele Kräuter kenne ich gar nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, woran ich die erkennen soll. Also, oder die man sieht, wo man sagt, ja, wie heißen die? Ja, keine Ahnung. Und das ist ja der erste Schritt, dass man diese Kräuter sammelt und dann auch nutzen kann. Man muss sie ja erstmal erkennen, ja, dass es nicht irgendein doofes Unkraut ist, sondern dass da wirklich Heilenergie drin ist und Heilkraft. Okay, also schönes Wochenende. Danke Kalle Schwarz für den Link. Super interessant. Gehe jetzt zum zweiten Teil. Und tschüss und winke, winke. Bye, bye.